Ja, tschüss Leute, da bin ich wieder. Willkommen zu meinem Let's Play, The Sims 4, The Story of the Three Sisters with Her Pets. Und ich, ja, wahrscheinlich spreche ich das total falsch aus. Ich meine, die Geschichte der drei Schwestern und ihre Tiere. Da kommen wir für, war mit einem Willen, mit Kleinkind oder Kind. Ja. Für gleiche Schwächtliege wahrscheinlich, also. Hey, wer hat die Tür abgeschlossen? Lass mich rein! Weiße unerwünschte Gäste in die Schikane, bla 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 und so schnell und. Dann gucken wir jetzt nochmal. Und. Naja, gleichgeschlechtliche Paare können nun mal keine eigenen Kinder. Ich meine, Mann und Mann, da. Hab ich nicht auch Spieladen gemacht? Jetzt, ich meine, können nun mal kein Kind zeugen, eben zu wenig. Ja, hier. Gut, versuchen wir es. Ebenso wenig wie Frau und Frau. Du glaubst, dass ein Pyramidenbesitzer aber nicht genau weiß, was es ist? Frage, ja. Okay. Na toll, der schon. Schaut mal das Mädel ganz links an, in dem gelben Kleid. Also, irgendwie wirkt sie so ein bisschen wie eine Außenseiterin. Gut, jetzt versuchen wir es nochmal. Und ich hoffe... Motion Gaming Ausrüstung. Einen Baum suchen? Ist das irgendwie ein Versteck oder was? Du sollst schnell bitte, um deine Mission zu ändern. Versuch es mit Teetoche. Teemagic. Teemagie. Ja. Okay. Da haben wir. Ja, da haben wir Hikaru, die jetzt aufgestanden ist und jetzt sich fragt. Was zur Hölle ist da mit meiner Schwester los? Was macht sie da auf meinem Bett? Erdnussbutter-Gelee-Sandwich? Small? Und, Ach, ah, verdammt. Das funktioniert nicht. Okay, dann wollen wir mal was sehen. Sorry, Hikaru, wir müssen dein Bett. Jetzt steht die da. Oh Gott, Arme. Ja, hä? Willst du mich verarschen, Mädel? Bist du ja bei jetzt? Ja. Hasch mich, ich bin Satori oder was wird das? Hab ich auf Aufnahme gedrückt? Scheiße. Ich glaube ja, egal. Alter, was ist das für eine Scheiße, ey? Okay, und wie kann ich jetzt... Ja, danke, das weiß ich. Hä? Okay, das Bett ist jetzt dort. Ja, ich versuche irgendwie... ein bisschen zu... tricksen.
Ja, unbequem für Erwachsene. Ja, schön und gut, aber... Aber ich will sehen, vielleicht schaffe ich das. Nein, ich wollte das komische Ding hier. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwie. Na, Satori da wieder runterzukriegen. Was passiert, wenn ich es einfach eiskalt verkaufe? So, jetzt ist sie natürlich! Jetzt ist sie natürlich auf Satoris Bett! Okay, ich werde es einfach riskieren. Ich verkaufe das jetzt alles. Und jetzt ist sie natürlich da. Ich will ja immer sehen, Leute. Alter, die Alte nervt mich! Sie ist zwar mein Charakter. Natürlich ist die unwohl, du dumme Nuss. Nee, Leute, das geht so nicht. Sorry, aber... Ach, wisst ihr was? Ich verkaufe jetzt mal alles und dann sehen wir mal. Dann sehen wir mal jetzt, was sie macht, wenn alles verkauft wurde. Einfach just for fun. Machen wir einfach die Kronk-Nummer. Wir fordern das einfach heraus. So. So. Jetzt geh mal pissen! Und dann Ess und Duschen und Hygiene und... Alter, ich muss tatsächlich erst meine ganzen Sachen verkaufen. Oh Gott, ey. Du bist hassenswert, Mädchen. Du bist schuld, wenn deine Schwestern auf dem Boden schlafen müssen. So, und jetzt geh duschen. Du stinkst wie ein Iltis, der überfahren wurde. Ja, geh es... Oh, wir haben den Kühlschrank verkauft. Ups. Gut, dann holen wir einen neuen Kühlschrank. Oh, je arme Sonoko. Die schläft auf der Couch. Oh. Okay, dann gucken wir mal. Oh. Dekotieren. Elektronik? Was ist das? Aha. Erlagerung vielleicht? Nee. Ich hoffe, wir können uns eigentlich im Kühlschrank... Ah ja. Natürlich sind die ziemlich teuer. Eiskiste aus Stahl und Krampfwerke. So. Ja, Saturn muss ja, gut. Ach ja, und dann
Blöde ist ja eigentlich dadurch, dass die Olle ja meinte, sie muss überall draufstehen, war mir gezwungen, die ganzen Sachen zu verkaufen und wahrscheinlich, ich habe jetzt mir nicht drauf geachtet, aber wahrscheinlich waren sie einfach, was? Liebkosungsabzugshaube, okay. Haben wir sie unter den Wert gekauft, lecker Kocher. Nur was hätten wir machen sollen? Wir haben die alle nicht runtergekriegt, weil die da an sich war. Sie müsste immer da rumhampeln, wie ein Vollidiot. Wellenschleuder. Nahrungs... Fabio Sato, unsere Mikro... Unser Mikrohellwelle setzt seine Essnasse so intensive und gnadenlose Strahlung aus, dass kein Lebewesen sich ihnen in den nächsten Jahrzehnten auch nur nähern sollte. Und sowas verkauft ihr. Jahrzehntelang auch nur, auch andere Mikrowellen hören nur leicht. Aber wenn du Nahrung isst, die dauerhaft sterilisiert ist, dann gibt's noch einen, den Nahrungsvaporisator. Direkt aus der Phantomzone. Na, da werden die Stars sich aber freuen. Ist das nicht... Ach so. Eigentlich suche ich keinen Wellen. Ach so. Ja, Mikrowelle. Ich dachte gerade eben. Also, das sah gerade irgendwie so aus wie so eine Theke, aber war keine Theke. Ja, das können wir wohl schlecht. Was ist das? Oh, cool. Das ist ja putzig. Manfred der Mampfer. Mampfies Monstags. Großer Fan der Mampfer. Am liebsten Spielzeug. Manfred bewahrt glücklich das Spielzeug der Kleine auf. Wenn wieder einmal groß an. Ruf mal und sage: Luke, Kinder. Ja, toll. Aber das ist nicht das, was ich suche. Komfort. Oh, wieder Schreibtischstühle. Ja. Das ist nicht das, was ich suche. Ah, da! Zeigenüsse Inseltheke von Blanco & Co. Spaß im Jahr zum Hindert Mundraub. Die grifflose Türen halten hungrig lieber und die irritieren schon. Ohne Diebstahlsgarantie. Warte mal. Und wie konnten wir das jetzt mal drehen, irgendwie? Ach, ja, mit der rechten Maus. So. Ehrlich gesagt, traue ich mir jetzt nicht irgendwelche das Bett zu kaufen aus Angst, dass jetzt die Olle wieder draufsteht und aber Kinder brauchen nur mal viel auch Schlaf. So. Hoffentlich steht die Olle nicht wieder drauf. Das wäre sowas von bescheuert. Alles nur, was Satori so einen verdammten Tick hat. Überall sich einfach mal hinzusetzen. Irgendwie hinzustehen wohl eher. Also... Ich weiß nicht, was für ein Problem die hat. Ja, unwohl. Und Miyamoto hat Hunger. Na, zum Glück haben wir den Fressnapf nicht. Ja. Ach, halt, stopp. Das machst du? Okay, das Katzenklo geht leider nicht. Ich hoffe, ja.
Muss ich eigentlich zur Schule? Okay, Hausaufgaben abgeschlossen. Wieso fühlt sie sich jetzt unwohl? Alter, was ist jetzt los? Hä? Oh, bitte. Ist sie jetzt genauso durchgeknallt wie Satori? Okay, die hat noch Hunger. Infiltriert, ja. Jetzt haben sie noch keine Assoziationen ausführen lassen. Ja. Okay, sie sieht... Gut, sie ist zur Schule. Okay, das ist auch so ein Trick. Die ganzen Möbel verkaufen? Und, okay, ach ja, du musst in einer Stunde. Oh Gott, sie hat ja kaum Energie, die Arme. Oh nein! Ja, weil wir mussten sie ja leider runterschmeißen. Leider, weil ihre blöde Schwester meinte, sie muss auf das Bett rumtrampeln und kurz vorm Verrecken war. Und jetzt fühlt sie sich, wieso fühlt sie sich jetzt unwohl? Ich muss zur Arbeit, natürlich musst du zur Arbeit. Fieser Kühlschrankgestank wegen billigen Kühlschrank. In diesem Kühlschrank schlechte Qualität ist ziemlich unnatürlich. Ja, das tut mir so leid, aber... Was hätte ich denn machen sollen? Deine blöde Schwester... Esther hatte diesen... ich stehe auf dein Bett-Tick gehabt. Jetzt ist sie traurig. Ihr seltenes Sinn fühlen sich besonders langsam, wenn sie mich an der gehen. Wird verlassen. Oh, Alter. Oh, Mädel, du... Alter. Und alles war Satoris Scheißtick. Weil sie jetzt einen Scheißtick hat. Hat einfach irgendwann jetzt die ganze Zeit im Bett zu stehen. Ich stehe auf dich! Hat jemand das Satori nicht genau erklärt, dass es eine verdammt scheiße Idee ist? Oh Gott, ey, das. Oh. Wann muss sie zur Arbeit? Ja, abgeschlossen, hm? Hä? Mädel? Ja, dann... Geh zur Arbeit! So funktioniert das. Ja, du sollst zur Arbeit gehen. Na, das wird ja super, Mädel. Sag mal, wie lange willst du denn noch da mit langen Zähnen kauen? Runter mit den Scheiß! Oh je, Sonoko wird ein Problem. Was ist das denn? Ach, das war schon nicht ihr. Kleiner Tier auf dem Nest, leer auf dem stinkigen Kaiser, so grüße ihn trotzdem. Oh Gott, man merkt ja richtig die Begeisterung an die Arme. Der Kühlschrank stinkt. Kannst du für sich holen, muss man. Ja, ihr Amol. Die Tonne hat einen richtigen Auftritt. Naja, es ist ein Amateurabend und so wie ich eben mit Polestar auftreten. Doch so eine Geschirr ist auf der Liste, sei es auch. Machen wir mal. Sie ist zwar nicht gerade auf die höchste, aber. Ja, das scheint immer wieder für Sonoko noch für den neuen Kollegen Sonne ist. Nö. Ist sicher, dass wir nicht in beide Fallstellen gewesen sein und niemand kann es gut. Ja, so kann man es auch sehen. Aber wieso. Ach. Wieso. Ich meine, das ist ihr erster Tag und... ja, glücklich. Es ist ihr erster Tag und schon hat sie einen Auftritt? Okay.
Du machst erstmal die Hausaufgaben, Mädel. Und jetzt fühlt sie sich unwohl? Und jetzt ist sie glücklich? Bist du nicht ein bisschen zu jung, um jetzt Gefühlsschwankungen zu haben? Das fängt erst an, wenn du in die Pubertät kommst, weißt du, Hormone und so. Ach ja, ich sollte auch ein Bett kaufen. Irgendwie so leer das Zimmer. War hier nicht ein großes Bett? War es gewesen. Aber Leiter meinte Satori, sie muss eine Bettnummer machen. Killer Queen. Jetzt ist die Frage. Ist jetzt nämlich die Frage. Wenn ich jetzt hier so ein Doppelbett kaufe, legen sich Sonoko und Satori ins Bett oder ist das wieder so ein Fall, dass Sonoko wartet, bis Satori aufgestanden ist? Ich. Kinderbett, Mr. Wurf und Mrs. Mia, okay. Die Erhöhung. Ich glaube, in den Kühlschrank sollen wir vielleicht einen besseren kaufen. Ja, wir brauchen nun... Nee. Ja? Ja, weil wir brauchen drei Betten. So. Und ich glaube, dass wir einen Kühlschrank... Vielleicht sollen wir doch einen dann besseren kaufen. Weil wenn er wirklich so scheiße ist... So Dann haben wir ja ständig Depressive als Sims und das kann keiner gebrauchen. Die ist dann ziemlich gut schauen, der hat sich völlig so viel Schätze. Okay, ein ganz pinkel zu sein, könnte das Gemüsefach ein bisschen besser sein. Aber mal im Ernst, das ist ein ordentlicher Kühlschrank. Wir kommen uns ganz schön blöd vor, wenn wir mit den Füßen überhaupt erwähnt haben. Ein echter ordentlicher Kühlschrank. Okay. So, für die liebe Sonoko. So. Okay, ist da noch irgendetwas, was wir... Ach ja, das Katzenklo. Das soll Satori sauber machen. Weil sie ist nämlich daran schuld, dass Sonoko so scheiße geht und dass Shigeru auch nicht gerade viel Schlaf hatte. Hm? Genau. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch nicht so dran gewohnt, mit einer Maus so zu arbeiten. Deswegen stehe ich manchmal wie ein Ochs vorm Berg. Deko, ne. Draußen kochen. Moment mal. Alter, was ist jetzt mit mir wieder los? Das war ja total bräsig von mir. So. Ich hoffe, das Ding reicht einfach. Ach nee, wisst ihr was? Stellen wir es mal hier hin. Wer möchte schon im Katzenklo das Essen hinstellen? Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich auch mal holen werde. Elektronik.
altmodischer Musikspieler Grannyphone. Boden... Was? Bodenlautsprecher Tower of Power. Verleihe jeden Zusammenkommen und Erhaltung mit einem Lautsprecher auf dem Boden. Dass es genauso aussieht, wie es klingt. Im Ernst. Mach den Ton aus. Siehst du? Die Mädels scharen sich immer noch darum. Oh, der Vermieter. Was war das für ein... Oh, das sieht cool aus. Kann ich mal... Ach so. Hm. Kaboombox. Dieser Einsteigerschlüssel mit dem dünnen, blechenden Klang ist nicht wirklich tragbar, aber die meisten Fälle besser als nichts. Ach. Ach so. Ach so, hab mich irgendwie schon gewundert. Wirkt irgendwie so klein. Oh. Okay, was ist das hier eigentlich? Laserschuhe, es wird Licht. Staubsaugermotor. Oh, Kinderfernseher, auch wie cool. Okay, aber jetzt übertreiben wir mal nicht. Weil wir müssen erstmal ein bisschen Kohle reinbringen. Und das können wir nicht... Wie? Satori schon zu Hause? Was ist sie denn? Und Hikarus... was hat sie? Spaß. Ach, da... Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Hä? Ja, toll. Ich wollte immer schon einen Spalt in der Felswand sehen. Wann ist die denn nach Hause gekommen? Eingeschlafen. Ja, bei der ganzen Chose, die die Olle gemacht hat, wagt sie es tatsächlich noch einfach zu pennen. Nee, 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 Mädel. Du wirst das Katzenklo sauber machen. Was ist das denn? Einhorn? Geht spielst du geweißt aus? Ja. Hä? Ach so, ups. Das ist ja die Katze. Und wieso stinkt das da immer noch? Ach so. Nee, das ist der Hund. Ja, toll. Verwechseln Hund mit der Katze. Energie. Gut, dann mach mal ein Nickerchen. Und das ist jetzt dein Bett, Mädel. Hörst du? Dein Bett. Und da kannst du von mal stehen, bis du schwarz wirst. So gehört heute das Hörner mit genauso. Auch und hat sie großartige Arbeit geleistet. Und wie geht's? Okay, nee. Du... Mal sehen, wie es geht, wenn du ein Schlibbereck hier machst. Und danach gehst du baden, weil du hast nämlich kaum Energie. Das mit Duschen wird da nichts mehr. Und ich habe keine Lust, dass du tot umkippst. Weil das geht ja auch nicht. Puh, auf die aufzupassen ist gar nicht so einfach. Ah nee, Quatsch, was hatte ich da beinahe gemacht? Okay. Kann eigentlich Hikaru irgendwie was kochen? Ach, wie süß. Jetzt ist es total verspielt. Nee. Naja, was gekocht werden muss auch. Wir haben ja auch jede Menge Geld ausgegeben. Und so. Puh, ich wollte eigentlich auch mal hier diese merkwürdigen Steine sammeln gehen, aber...
Oi. Oh je, meje. Das wird heute nicht mit Sonoko. Park besuchen, weil verspielt. Gut, dann gehen wir mal den Park besuchen. Lassen wir die mal da pennen, die ollen Pennerinnen so. Okay. Aktionen. Ja, toll. Oh, befriediger Schulter wegen Schuhe. Du hast einen unangekündigten Test gut gemeistert und auf den Spielplatz gewonnen, während des Mathe-Unterrichts einen epischen Witz gemacht aus dem Mathe. Das war absolut gelungener Schultag. Piraten und Ananas, weil Fernsehen geschaut hat, mit der von der geliebten, verrückten Zeichentricktruppe auf Erkundungstour. Ja. Ach, warte mal, da fällt mir was ein. Ach nee, die. Die hat sich hier so. Ach ja, und dann wollen wir mal. Ja, ist gut, Mädel. Ja. Geht's hier selbst hin oder muss ich sie da hinlenken? Gut, sie macht das selbst. Braves Mädel. Wieso fühlst du. Ach komm, Sonoko, was ist mit dir los? Okay, hat nicht sehr viel gebracht. Gut, dann geh schlafen. Ja, wenn du so gut, dann geh mal hier wie ein Champion pieseln. Und so und wie kann ich jetzt das hier reisen? Ach, weglegen. Und seid jetzt Hunger? Okay, wer ist das hier? Kann mir diesen Haufen wegmachen? Nein. Oh je, meh. Wie kann ich eigentlich. Ach, warte mal, geht es hier? Weltenverwalten, was ist das? Ach ja, Galerie öffnen. Was denn schon so spät? Okay. Okay, eigentlich wollte ich ja, dass du einen Spielplatz be. Du gehst mal duschen und dann ab ins Bett mit dir. Ja, schön, dass sie unterhalten und sie ist am Futtern. So ganz glücklich. Und dann wird sie ins Bett gehen. Und Sonoko, erholst du dich jetzt, Mädel? Ja, die Energie führt sich auf und Hygiene, okay, ist nicht gerade das Beste. Und Spaß hat sie auch nicht beim Schlafen. Futter ein bisschen schneller, Mädel. Du musst noch Hausaufgaben fertig. Satori, Winter hat die Ausgaben für heute fertig. Das ist gut, Mädel. Und ich hoffe, sie. Ernsthaft?
Hikaru, Satori, ihr seid Schwestern, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das halt wirklich so peinlich war. Privatsphäre gestört, wegen Verletzung gesagt, Sims mögen es nicht, wenn jemand einfach so reinplatzt. Ich träume von Einhörnern und ich nehme mal einfach das Bett. Okay, ach ja, sie ist ja auch eine Teenager. Hab ich aber. Was ist denn nun los, Mädel? Lass Satori schlafen. Nimm eine Dusche. Was ist denn da unten? Was ist das? Angst vor Monster, weil Monster im Bett gesehen hat. Was? Was ist das für ein unheimliches Geräusch? Ist das für ein Bett? Oh nee. Oh nö, die Arme. Okay. Ja, okay, nicht schon wie. Okay, die findet es nicht peinlich. Ja, das ist gar nicht so einfach. Hui. Pixel 6. Wie es auch gehen soll. Und wie ist Energie geladen. Hm. Kleiner Frechdachs. Oh nee, schon wieder das Monster? Okay. Wenn du... Das Monster ist jetzt weg. Und die Katze hat Hunger! Okay, wenn du... Schneekoppe oder was hat Sonoko gesungen? Ach so, jetzt füttert sie die Katze. Und oh nö, ey. Verscheucht das Viech! Los, Hikaru, sei stark! Ja gut, Sonoko, Ach du Schande, was soll ich da machen? Oh nee, kann ich da nichts machen? Denn wenn komm! Los hier! Los! Miyamoto, verjag das Monster! Das ist die falsche Seite. Ja, okay, jetzt hat sie kochen gelernt. Los, geh, hilf ihr, Mann, verjag das Monster! Na los! Ja, was soll ich da machen? Isst du nichts? Ja, iss mal! Das könnt ihr doch selbst! Dann geh da schlafen. Da kann kein Mund. Scheiße. B.
Wieso kann sie dann nicht schlafen? Okay, das war jetzt mein Fehler. Okay. Oh Gott, ey. Es ist mitten in der Nacht und was machen die Schwestern, die Winterschwestern? Hä? Einfach. Pff, ja. Einfach, ja. Oh, okay, das kannst du gleich machen. Du machst erstmal das sauber. Ich mag sie auch irgendwie nicht ins Bett schicken. Obwohl, na, als sie da diese Ich stehe auf dich Nummer gemacht hat, dann. Ja, da lag sie ja nicht im Bett. Und ist das Monster immer noch da? Ah ja, tatsächlich. Oh je. Okay, sie hat das Klo sauber gemacht. Hat die Videospielkarte. Was muss sie eigentlich jetzt da machen? Witze schreiben, sie eben nicht begonnen. Ja, das macht sie aber, nachdem sie es war. Nee. Erstmal gehst du aufs Klo. Und gerade. Ach so, sie nimmt das mit. Los, geh aufs Klo. Oh, da ist meine Schwester. Na bitte, also. Ach, jetzt. Oh, jetzt sehe ich. Was war das denn gerade? Alter. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war, Leute. Aber irgendwie meinte. Er meinte das Spiel, ja, ich geh ein bisschen weg und so und ja, leg dich jetzt hin. Und jetzt weiß ich, was ich noch kaufen müsste. Nämlich eine Spüle. Ist da eigentlich so ein. Na bitte. Thekenwaschbecken Sensor. Ein aggressives, modernes Thekenwaschbecken mit hervorragender Armatur. Ja. So. Ich meine, die können doch nicht jedes Mal in die Toilette gehen und da waschen. So. Ach, warte mal. Dein Zimmer hat in letzter Zeit keine Post erhalten. Okay. Keine Rechnungen sind gute Rechnungen, oder? Was hast du denn jetzt? Moment mal, Sonoko. Du müsstest eigentlich jetzt auch ins Bett gehen. Mach mal. Und Monster im Bett einsprühen. Okay. Ja, okay. Verjagen wir mal das. Mädels, ihr habt einen gestörten Schlafrhythmus. Oh, wie süß! Oh, sie zieht das immer noch? Ja, das muss. Oh, was hast du denn? Monster ist doch weg! Ein Sinn. Oh, süß! Oh, wie süß! Das ist so süß! Moment mal. Ach nee, sie hat ja nur mit Nickerchen gehalten. Okay, du gehst erstmal aufs Klo. Ich hab
doch eine neue Spiele für euch gekauft. Habt ihr es nicht mitgekriegt? Ja. So, sie hat Hunger, dann werden wir ihr, was ist denn da drinne? Nichts. Okay, Sono. Hä? Was hat sie denn da? Habe ich ihr ein Tattoo gegeben? Was ist das? Ach so, das machen wir ein anderes Mal. Erstmal werden wir mal Macaroni, Käse, und zwar Familiengröße. Weil ihr werdet Hunger bekommen, was ich übrigens auch habe. So, da wollen wir mal sie beim Kochen beobachten. Und die spielt wie der Smart-Spiele, Smart and Hub und... Okay, warte mal. Immer daran. Hallo? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wieso kann ich? Sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Ich kann das Ding nicht drehen. Na toll. So. Sonoko, du solltest kochen. Hä? Aber ich hatte Sonoko, oder... Sie hat die Zutaten rausgeholt und... Okay, ich mag so scharf. Okay, lalala, ich berühre das so weiter. Und wieso spielen die Spiele so komisch? Keine Ahnung. Koch ruhig weiter. Ach, das könnte vielleicht daran liegen. Ach so, alles klar. Doch nicht alles klar. Ich dachte, es liegt... ich verstehe das nicht. Mit Mausklick konnte ich's doch... Alter, irgendwie ist das so komisch. Z
Zeitgenössische Theke von Blanco. Ein moderner Küchenschrank aus den edelsten fungierten Spanplatten und überzogen mit dem feinsten Laminat, das man sich für Geld kaufen kann. Ich kann's nicht drehen, Leute. Ich kann's nicht drehen. Was ist denn? Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Ich kann's nicht drehen. Wollt ihr mich ernsthaft verarschen? Also, was soll das? Wieso kann ich diese Scheiße... Ach. Okay. Das sieht zwar bescheuert aus, aber irgendwie kann... ja, okay, Mädel, du musst noch ein bisschen lernen.